Und ich muss mal ganz kurz schauen, ob ich die Kamera wieder ein bisschen von CJ kriege. Ich weiß bloß nicht womit, ehrlich gesagt. Hello? Carl, it's Woozy. Hey Woozy, man, what you been up to? Come along and see for yourself. I got a little business proposition for you. Come over and see the setup, my friend. Okay, for sure, I like that. Like it? You're gonna love it! It's the Four Dragons Casino in Las Venturas. I'll see you soon, yeah? Yeah, okay. Las Venturas is calling, yeah. Aber bevor wir das machen, wollen wir mal hier ein bisschen in der Wüste bleiben. Wir sehen, Woozy ist jetzt auch markiert bei uns auf der Karte. Wo ist er denn? Achso, Las Venturas ist natürlich momentan noch ein bisschen ausgegraut, nicht gebläut. Da müssen wir dann hin, aber wir bleiben natürlich erstmal hier am Rande der Stadt und kümmern uns noch um die Sachen, die Torino für uns hat. Wir gehen schön systematisch vor dabei. So, ach nee, jetzt wollte ich gerade schon zu Woozy gehen. Okay, dann wollen wir mal schauen, was jetzt auf dem Programm steht. Achso, ich wollte doch was ändern, fällt mir gerade ein. Ich weiß bloß nicht wo. Eigentlich müsste das ja... Ich muss mal kurz in der Steuerung schauen. Steuerung ändern will ich eigentlich nicht, aber vielleicht steht hier was mit der Kamera. Ich muss mal ganz kurz schauen. Heranzoomen, herauszoomen. Oh, mit Bild auf und ab geht das. Okay, das erklärt natürlich... Wobei, Mausrad kann ja nicht sein. Y und Z? Ich probiere mal kurz. Nö, geht nicht. Ihr lügt, ihr lügt, ihr lügt. Das ist wahrscheinlich, wenn man durch das Okular von einem... Wo war ich jetzt hier? Von einem Scharfschützengewehr schaut. Dann müssen wir halt nochmal kurz schauen. Aber ansonsten sehe ich jetzt hier gerade nichts. Blickwinkel ändern mit V oder Position 1. Okay. Ah, danke schön. Genau danach habe ich gesucht. Gar nicht so schwer am Ende. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Irgendeine Waffe in die Hand, damit wir standesgemäß aussehen. Und los geht's. NOE. Got you again, Carl. You're half asleep. I could have killed you in 9 different ways. Wake up and smell the coffee. You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them? Yeah, why not? I got 5 guys watching me all the time. I got 2 in that hill, 1 over there, and 2 by satellite. If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clearly. Take the plane. Now, you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Get to it. Wait, hey, listen. Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't. Because they're all posted on me. 1 DEA, 1 FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody watching nobody. Know what I mean? Go. Whatever, man. Ja, ist klar, wenn er so ganz unauffällig auf den Flugplatz geht und mit ihm redet, dann wird das natürlich gar nicht irgendwie das Interesse von anderen auf ihn wecken, auf ihn ziehen. Sind das Bomben? Ich dachte, wir sollen hier irgendwelchen Proviant verteilen. Na gut, dann wollen wir mal. Hey Carl, you gotta stay nice and low on your approach, or you'll pop up on the radar. Here's the canyon, cover. Yay. I can see daylight through the floor. And that thing, you look like an enthusiast. The US Air Force is less likely to shoot you down. Cool. What's the problem then? I said less likely. There isn't many amphetamines that these guys do. You'd be lucky enough to shoot anything that moves. Oh, shit. Hey, just stay low and you'll be fine. Na klasse, beobachte die Sichtbarkeitsanzeige, um unter dem Radar zu bleiben. Wir müssen also möglichst... Oh shit, wir sind gerade... Wir sind am Rande der Militärbasis. Gut, aber so niedrig wie wir sind, scheint es noch in Ordnung zu gehen. Wir müssen also möglichst weit unten bleiben. Ich sehe bloß gerade gar nicht, wo mir angezeigt wird, ob ich sichtbar bin oder nicht. Naja, wir bleiben einfach möglichst nah am Boden. Und, achso, die Sichtbarkeit wird dann auch extra angezeigt, sehe ich gerade. Und schauen mal, dass wir hier möglichst unbeschadet jetzt durch das Waldgebiet kommen. Das wird nämlich die große Herausforderung. Oh Gott, nein, 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 nein. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Oh, wir brennen nicht mehr, okay. Aber wir werden jetzt das Problem haben, dass ich einen leichten Linksdrall habe. Ich fürchte, das werden wir nochmal machen müssen. Ich hätte speichern sollen vor der Mission. Ich kann übrigens gerade...
nicht nach rechts steuern. Ja, so viel dazu. Und leider lande ich jetzt am Arsch der Welt. Hey, herzlich willkommen in Las Venturas. Wie ist das denn geschafft worden? Ich war doch gar nicht dort in der Ecke. Na gut, Las Venturas geht noch. Das ist nicht ganz so sehr Arsch der Welt. Wir haben einen Fahrgast. Guten Tag. Der hat sich gleich mal vor das Auto von dem Bullen geschmissen. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob wir es im zweiten Versuch vielleicht hinkriegen. Soweit ist es ja von hier aus nicht. Und uns vielleicht ein bisschen eleganter bei den Bäumen anstellen. Das war jetzt zugegebenermaßen nicht gerade die hohe Kunst, wie ich da das Ganze angeflogen bin. Aber ich fremdel halt einfach mit der Steuerung. Das ist halt wirklich grässlich. So, wo müssen wir denn hier lang? Ich weiß es nicht so genau. Huch. Am besten querfeldein. Entschuldigung. Bin ich hier über die Füße gefahren? Das tut mir sehr leid. Komme ich hier hoch? Ich glaube hier drüben, ne? Ja, wunderbar. Hallo. Dann fahren wir noch auf direktem Wege wieder. Ah, wer baut denn da diesen Stein hin? Ist ja nicht zu fassen. Ich fahre genau dagegen. Fahren wir auf direktem Wege wieder zur Fahrschule. Und ich würde sagen, diesmal speichere ich hier noch kurz. Damit ich einfach nur laden muss, falls ich es nochmal verkacke. Das geht ein bisschen schneller, als wenn wir hier immer hinfahren müssen. Jo, nochmal kurz rein. In die gute Stube. Nochmal gespeichert. Und damit starten wir dann auch Versuch Nummer 2. Für NOE, was auch immer NOE heißen soll. Ich habe keine Ahnung. Und diesmal wollen wir nach Möglichkeit am Leben bleiben. Wir können uns nur selbst umbringen. Okay, rein mit uns. Das Flugzeug ist beladen und startklar. Auf geht's. Hey Carl, you gotta stay nice and low on your approach, or you'll pop up on the radar. You sure this thing is safe? I can see daylight through the floor. Yeah, that thing looks like an enthusiast. The U.S. Air Force is less likely to shoot you down. Cool. What's the problem then? I said less likely. There isn't many amphetamines in these guys, dude. You've been lucky enough to shoot anything that moves. Oh, shit. Hey, just stay low and you'll be fine. So, wunderschön. Ja, die Steuerung ist immer noch ganz großartig. Schauen wir mal. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen bei dieser Mission, dass ich das niemals hinkriegen werde. Ich kann mich auch erinnern, dass ich die nicht sehr gemocht habe, weil ich mich immer gegen die Baumwipfel senke dabei. Aber mal sehen. Oh ja, über Wasser fliegen ist ganz toll. Da musst du halt richtig niedrig fliegen. Und dann kommt hier wieder so eine Bergregion, wo ein Haufen Flugzeuge, wo ein Haufen Bäume mit rumstehen. Ja, ich kann gerade nicht nach unten, nach unten. Oh, halt die Klappe, du blödes Ding. Halt die Fresse! Ich kann dich nicht auch noch gebrauchen hier, als dummen Quatscher. So, mal kurz die Sichtbarkeit ein bisschen senken. Lasst mich in Ruhe! So. Ja. Hahaha, das sind Baumwipfel. Ach, sieh mal an, die Ecke kenne ich doch. Hier habe ich doch deinen Helikopter zerstört. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir fliegen. Am besten hier so durch, ja? Ja, ich glaube, das ist ganz praktisch. Und immer schön am Berg bleiben. Oh, klasse. Ich bin gerade in einem Tal, wo ein Haufen Bäume drumherum sind. Ich freue mich. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich fliege die Markierung, um den Abwurf auszulösen. Oh, ich muss mal kurz hier über den Baum. So. Erfolgreich. So, wir fliegen einfach die bequeme Route hier wieder zurück. Und ich würde sagen, ich benutze jetzt auch gar nicht mehr die Möglichkeit zu rollen, sondern nutze nur noch das Seitenruder hier zum Lenken. Das ist einfach sicherer. Ich meine, man kann auch auf dem Hinweg schon so fliegen, aber ein bisschen Zeit muss man ja auch im Auge behalten hier, ne? Mensch, meine Flugskills sind ja schon ziemlich hoch, erstaunlicherweise. Ah, klasse, jetzt über die Stadt.
müssen wir mal schauen. Ich weiß nicht, wie da die Sichtbarkeitsgrenze gemessen wird. Ob die an den Gebäuden bemessen wird oder doch am Boden. Das wäre natürlich gemein, wenn der Boden entscheidend ist. Ja. Okay, es sind die Gebäude, wie es aussieht. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht über den Flughafen fliege dabei. Wobei doch, ich darf ja jetzt. Ich habe ja einen Flugschein. Nicht über die Militärbasis, so ist es, genau. Aber ich glaube, die meiden wir gerade. Das geht in Ordnung. Okay. Wir sind dabei. Zeit sieht sehr gut aus. Wir müssen nicht hetzen. Ich glaube, das sollte passen soweit. Warum muss ich eigentlich jetzt noch auf die Radargrenze achten? Ich bin doch nur ein Hobbyflieger. Halt! Hahaha. Nicht noch verkacken. Komm schon. Langsam fliegen. Ich fahre schon mal mein Fahrwerk aus. Auch wenn wir noch ein paar Meter haben. So, wir müssen noch davon durch und dann müssen wir bloß noch die Landung hinkriegen. Ach ja, der gesperrte Luftraum, da war ja was. Bring die Maschine irgendwo auf der Landebahn zum Stehen. Oh, erst noch über den Hügel kommen. Wo ist denn hier? Ach da, ja. Ups, war ich das? Oh, nein. Oh, fuck. Nicht doch. Das wäre es ja jetzt noch gewesen. Wenn ich jetzt hier verkackt hätte und hier jetzt noch explodiert wäre. Bei der krummen Landung. Nice going, Paul. Really, you did good. Ich weiß. 15.000 für uns. Ach, schön. Haben wir das geschafft. Ich freue mich. Die Mission mag ich nicht, muss ich sagen. Die ist echt doof. So, schön, dass wir auch ein Radio haben in dem Flugzeug, wie es aussieht. Okay. Steigen wir aus. Und, oh, Stille, meine Ohren. Ich würde eigentlich ganz gern speichern, glaube ich. Ach nee, komm, wir machen einfach weiter. Passt schon. Stowaway. Ah, what's Torino up to now? Ach ja, Glückwunsch. I'm feeling a little exposed here. Sieht aus, als ob uns doch jemand beobachtet hätte. What's your take on this? Damn! I thought them was your people. Listen, Carl, we've got a problem. Some traitors from another department think they can help the overseas situation by financing militaristic dictators in exchange for arms contracts. Hey, ain't that exactly what you do? Well, kind of, but we get to pick our dictators. Degenerates that we can control. We try to stay the hell away from these guys with principles, because that just muddies the waters. Yeah, okay. Okay, so, of course, these idiots have stolen a consignment of landmines and they plan to offload them in the Middle East and cause a little ruckus and everything goes crazy and have a lot of problems. I mean, Carl, do you like maiming people? I'm curious. Maiming? Some people? Shit. Anyway, the point is, you and me, Carl, hey, we're the same. Now, yeah, it's a dirty job, but somebody's got to do it. But if you screw this up, it causes a tinderbox situation all over Latin America and the Middle East. Now, look, I spoke to the big man. You got clearance to eliminate these fuckers. How's that? Huh? Man, kill government agents? Kill Schmidl. Come on, don't look at it that way, will you? Think of it as pest control. It works for me. All right, come on. I can't stay here now. I'm too hip. I gotta go. Okay? I'm out of here. What the fuck? Kill is Schmidl? Nee, ist klar. Okay, dann lass uns Krieg spielen. Du musst für Torino eine Bombe in dem Flugzeug platzieren. Heimlich geht das nicht. Ja. Fahre mit diesem Motorrad auf die Rampe des Flugzeugs. Und platziere die Bombe. Fahr das Motorrad, gerappe das Flugzeug hoch. Großartig. Auf geht's. Oh, habe ich dich überfahren? Das tut mir aber leid. Komm ich da ran? Ich habe nicht das Gefühl. Nee, komm ich nicht. Winke, winke. Du hast das Flugzeug nicht erreicht. Das lag vielleicht daran, dass die mit einem verdammten Flugzeug unterwegs waren und ich mit einem Motorrad. Naja, was soll's. Also, nochmal das Ganze. Vielleicht klappt's ja diesmal. Ich weiß es nicht. Wir probieren's. Stowaway. Teil 2. Fahr das Flugzeug, die Rampe des Motorrad, die Rampe des Flugzeugs hinauf, bevor es startet.
zum zweiten. So, ah, diesmal sind wir schon weitaus besser dran. Oh, ihr Schweinehunde. Die hat es aber ganz schön zur Seite rausgehauen, die Fässer gerade. Ihr Hunde. Ihr Hunde. Na gut, dann auf zum dritten Versuch. Das Gute ist, wir können wunderschön schnell die Mission nochmal starten. Das ist das Gute hier daran, echt. So. Na dann. Los, los. Fahren wir doch gleich mal so. Oh. Dieses Geschieße hier immer. Jetzt haben wir es. Wir sind an Bord. Boarding erfolgreich. Du sitzt im Flugzeug fest. Glückwunsch. Dieses Flugzeug ist voll mit Sprengstoff beladen. Setze Schusswaffen nur mit Bedacht ein. Na toll. Du brauchst einen Fallschirm, um aus dem Flugzeug zu entkommen. Eines der Crewmitglieder muss einen haben. So, was haben wir denn an Waffen? Oh, ein Katana. Sehr gut. Okay. Ich glaube, das Katana ist eine sehr günstige Waffe hier für diese Mission. Schauen wir uns doch mal ein bisschen um hier drin. Du Arsch da hinten. Mit deinen Fässern. Du kannst mich mal. So, schlitzen wir mal deinen Freund auf hier. Während du fröhlich weiter Fässer durch die Gegend schmeißt. Ich glaube, die gehen dir langsam aus. Kann das sein? Ja, sieht da ganz danach aus. So, Freund. Hier ist noch einer. Oh, what? Excuse me. I wanna hit you in the face. So, bleib liegen. Wunderbar. Ein Massaker. Ein Massaker. Oh, du hast da was, das mir gehört. So, den nehmen wir an uns. Wir haben den Fallschirm. Und jetzt sollten wir eine Rucksackbombe platzieren. Und dann machen wir uns vom Acker. Irgendein bestimmter Ort oder... Ja, machen wir mal so. Passt schon. Und dann herzlichen Glückwunsch. Wir machen einen Freiflug. Geronimo! Hui! ...20.000 für uns und ein herrlicher Ausblick. Yep. Das ist nicht unser Flugzeug. Wer bist du denn? Ist sehr interessant. Okay, wo sind wir denn? Ich muss mal ganz kurz auf die Karte schauen. Oh, wir sind in Tierra Rubada quasi. Okay. Interessant. Haben wir denn jetzt noch... Ja, wir haben noch Missionen für Torino zu erledigen. In Ordnung, dann machen wir uns mal schnell auf den Weg nach unten. Die Sache ist, es dauert halt ein bisschen, bis wir da sind, denn wir waren schon wirklich sehr hoch gerade. Wir waren schon sehr weit oben unterwegs. Dementsprechend kann CJ hier eine Runde durch die Gegend flattern. Und dabei auch ein bisschen den Kreisel spielen, warum auch nicht. So, jetzt haben wir zumindest schon mal die Wolkendecke durchbrochen, das ist doch schon ganz schön. Sehen kann man trotzdem nicht viel. Ah, schon besser. Wir sind aber schnell unterwegs hier unten. So, dann segeln wir ganz gediegen zu Boden. Nicht gerade auf die Eisenbahnbrücke nach Möglichkeit. Sondern lieber die Straße. Ach, schau mal, das Motorrad hätte ich eigentlich gern. Wow. Oh, so viele Taxis. Das ist aber schön. Da ist doch bestimmt noch eins für mich dabei. Nach dem Telefonat natürlich. Hey, tiny bald idiot. Catalina, hey, I know it's you. What's eating you, baby? I don't love you no more. Well, hey, that's just hello. Das ist sehr tragisch, dass du mich nicht mehr liebst. Aber ich freue mich immer wieder, deine Stimme zu hören. Meine große Liebe Catalina. Ups, nein, ich will die nicht. Ich will doch nicht Taxi fahren hier. Vor allen Dingen nicht hier am Arsch der Welt, also wirklich.